Keller. Oh ja. Wow. Hey Leute, was geht? Karin hier bei Spielwärts und Leute, willkommen zu einem neuen Video hier. Hausflipper ist mal wieder angesagt. Yes, natürlich. Wir sind mal wieder mit Renovierungsarbeiten beschäftigt heute. Mal gucken, welche Aufträge wir heute annehmen werden. Beim letzten Mal hatten wir ja den Steckdosen-Simulator. Vielleicht kommt heute mal was Neues, aber was ich richtig cool fand, war, dass wir Wände einreißen können jetzt. Mittlerweile haben wir ja einige Skillpunkte erreicht hier bei unseren Verbesserungen. Ne? Da können wir schon einiges auf einiges aufbauen, würde ich mal sagen. Es geht heute weiter. Wir nehmen weitere Aufträge an. Das hier ist unser neues schmuckes Büro, finde ich. Na, also ich finde, dass es schmuck ist. Na egal, wir machen jetzt weiter. So, mal gucken, was für Aufträge uns heute so erwarten. Wir haben schon wieder neue Mates. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Okay, Michael Brandt, okay. Weil du mal rissen will, ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Ich kümmere mich mal erstmal um den Süßen hier. Herzlichstes Hallöchen. Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei den Renovierungsarbeiten angeboten hast. Ich hoffe, dass das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch absagen, oder? Was müssen wir da machen? Sie ist, naja, was soll man sagen, eine Künstlerin. Ihre künstlerische Seele flüstert ihr nachts und so, dass sie in meinem Haus leben muss, welches aussieht wie ein Tannenbaum. Wirklich, da tun mir die Augen schon weh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin dadurch so wütend, dass ich ständig mürrisch herumlaufe. Wir müssen das irgendwie regeln. Und du, mein Schnucke, wirst mir dabei helfen. Also Michael, tut mir leid, aber ich bin schon vergeben. Noch bevor meine Cousine von einer Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen mit normalen Farben. Selbstverständlich ruhig gelassen. Du weißt, was ich mag. Küsschen. Okay, Michael, das ist mir ein bisschen zu persönlich. Ist gut. Wir kümmern uns trotzdem rum. Wir kriegen ja dafür Geld. Süßer. Wer nennt mich hier Süßer? Na gut, wir müssen die Zimmer streichen. So, haben wir hier Zimmer. Streiche die verblichene Zitrone. Also der... Okay, ich finde das Rot eigentlich gar nicht so schlecht hier. Also ich finde die Farben gar nicht so schlimm. Na gut, fangen wir einfach mal hier an. Wir brauchen Zitrone, hat er gesagt. Geben wir mal Zitrone ein. Da. Gut. Kaufen wir. Dann streichen wir auch. Müsste aber jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen. Also ob das der Cousine gefallen wird, weiß ich nicht. Michael, der Süße, aha. Naja, gut. Ich wette, das war seine Idee mit diesen Farben hier. Also heute ist es wieder der Streichsimulator erstmal. Oder Streichsimulator, wie auch immer. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr, einen besseren Pinsel. Also mittlerweile, der ist ja direkt aufgebraucht. Also den Flur haben wir gleich schon mal. Na, wir haben schon gut was verdient. Okay, dann hätten wir das. Muss hier auch gestrichen werden. Schläfriges Blau. Haben wir hier denn jetzt alles erledigt? Ja. Gut, dann kommt... Wurde das ja nicht verkauft? Na, egal. Gut. Machen wir hier mal zu. Hier soll schläfriges Blau hin. Blau. Okay, dann kaufen wir doch davon was. Haben wir schon irgendwie Skills für Malen? Können wir da schon irgendwas verbessern? Monteur, schnellere Montage, Fliesenleger. Ja, das können wir auf jeden Fall schon mal verbessern. Goldenes Händchen, malen noch nicht. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Also, okay, das Zimmer sieht natürlich gar nicht schön aus. Das stimmt wohl.
Guck mal, die hat das gleiche Bild wie ich. Bin ich jetzt auch ein Künstler? Ja, vielleicht. Oh, ich höre schon die Hühner draußen. Wie gefällt euch House Flipper eigentlich bisher? Also mir macht es richtig Spaß, muss ich sagen. Ich glaube, in der nächsten Episode können wir dann weiter in unserem Haus bauen. Aber jetzt heute geht es nochmal darum, ein bisschen Kohle zu sammeln. Ein bisschen Guthaben hier, Kontostand erhöhen. Ich glaube, für den heutigen Auftrag werden wir dick fett Kohle bekommen. So, brauchen wir da was Neues. Zack. So, sorry, wir müssen mal hier kurz aufs Bett. Geht nicht anders, aber sie ist ja sowieso nicht da. Und Michael, der Süße, wird ja nichts dagegen haben. Das ist ja unfassbar. Das ist hier, wir arbeiten hier professionell. Also ich möchte hier nicht, ne? Angemacht werden auf der Arbeit. Zack. Ich habe das Gefühl, heute können wir nur mit diesem Zimmer hier weiter. Das ist ja unfassbar. 85%. Achso, hier. Hier unten auch, sehe ich gerade. So, wir sind in diesem Zimmer gleich auch durch. Das gefällt mir. So, ich glaube, hier wären wir jetzt auch durch. Okay. So, das haben wir auch. Wie sieht's hier aus? Müssen wir hier irgendwas machen? Gästezimmer. Heller Pfirsich. Okay, dann kümmern wir uns hier mal um den Pfirsich. Wir brauchen hier auch wieder ein bisschen Farbe. Ach Mensch. Heller Pfirsich, ne? Ja. Gut, da kümmern wir uns jetzt mal hier rum. Er sieht schon fast aus wie Zitrone da eben. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm, die Farben, aber es war halt nicht so ganz sauber gemacht. Ne? Also mein Vorgänger hat das anscheinend nicht so ganz richtig gemacht. Ich hoffe, mein PC ist nicht zu laut. Das Wetter ist einfach so warm und der PC arbeitet so heftig. Also der Lüfter hier ist mega am Arbeiten. Es ist so warm, Leute, bei euch auch. Ich glaube, heute haben wir knapp 30 Grad. Bei euch auch, Leute? Viele von euch haben doch wahrscheinlich schon Sommerferien, oder? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ich muss auch sagen, sie hat eine ziemlich schöne Küche. Also dafür, dass sie so viel unterwegs ist anscheinend, finde ich die Küche gar nicht so schlecht. Also ist auch so ein offenes Konzept wieder, so eine offene Küche wie beim letzten Mal, die wir letztes gemacht haben, wo wir die Wand eingerissen haben. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir nicht so. Sieht nicht wirklich wie Pfirsich aus. Eher so, keine Ahnung, Cappuccino oder Latte Macchiato irgendwie eher. Also da hätte der Herr aber, der Michael, der Süße, der hätte ja eine andere Farbe sehen. Jetzt sage ich es auch schon. Nee, nee, komm. Der hat mich angesteckt. Ich muss arbeiten. Das ist hier, ich bin Profi. Gut, dass ich hier alleine im Haus bin, weil der hatte mich bestimmt die ganze Zeit abgelenkt. Okay, dann brauchen wir noch was. Check.
sind schon gut dabei. Ich finde so an den Fenstern, es wird nicht viel Farbe verbraucht, aber ich habe das Gefühl, da dauert das immer am längsten, weil das hier so feine Arbeit ist. So. Aber bisher, also das Schlafzimmer gefällt mir bisher am besten. Wegen der Farbe einfach. Also da geht das Konzept, finde ich, mit den Farben am besten bisher auf. Ja, ich laufe ja auch ein bisschen auf dem Möbel rum, ist kein Problem. Also wer mich in den E-Mails so nennt wie Michael, ne, der hat auch kein Problem damit, dass ich hier auf dem Möbel rumlaufe. Okay, das weiß zwar die Cousine nicht, aber gut. Egal. Was sie nicht weiß, macht sie auch nicht heiß. Also heute geht es eigentlich nur ums Malen, Malen, Malen. Wir sind hier aber auch gleich schon durch, Leute. Also auch hier dauert es nicht mehr lange. Schon wieder leer. Bitte, wie viel haben wir da verdient? Oh, wir haben schon über 3000 Euro verdient heute, Leute. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Sogar fast schon mehr als beim letzten Mal, glaube ich. So, irgendwo fehlt noch was, aber wo? 1%. Ich habe doch anscheinend alles schon. Hier hin. Nein, habe ich auch. Ach, da. Okay, jetzt müsste ich aber fertig sein. Yes! So, wir haben unser Mindestziel haben wir schon mal erreicht. So, also ich muss schon sagen. Obwohl, okay, es geht hier in den Keller. Oh, ja. Wow! Hier auch heller Pfirsich, wobei das Grün, guckt euch das mal an, Leute. Wow, also das ist wirklich das giftgrüne Kinderzimmer. Davon möchte ich aber eigentlich ein Foto machen. Da mache ich mal jetzt schnell ein Foto. Zack. Ja. Das finde ich gut. So, und das muss jetzt noch in hellen Pfirsich. Das heißt, wir sind heute eigentlich nur bei der Künstlerin zu Hause. Ist aber auch nicht schlimm. So, wir kaufen uns nochmal einen hellen Pfirsich. Ist mir egal, ob wir das da drüben noch haben. Ist mir egal. Ich will das jetzt. Ich kaufe jetzt auch extra neues. So. Also ich finde, eigentlich die Farbe finde ich hier passender. Also mit dem hellen Pfirsich wird so ein bisschen trist langweilig. Also ich hätte eher dieses giftgrüne Kinderzimmer gelassen. Verstehe auch nicht, warum man das unbedingt wechseln möchte. Das ist doch langweilig jetzt, also bitte. Also da muss ich dir, Michael, sagen, dass das so, dass ich das so nicht unterstütze hier. Also ich mache es zwar, um Geld zu verdienen und auch mächtig viel Geld zu verdienen an diesem Tag, aber ich unterstütze das nicht. Ich hätte dieses Zimmer so gelassen. Aber vielleicht wollen die ja neue Möbel kaufen, das kann ja auch sein. Mhm. Oh, eine Gitarre ist hier auch. Nicht schlecht. Ja, also tut mir leid, die Farbe helle Pfirsich gefällt mir gar nicht. Oder heller Pfirsich. Nee. Also das ist absolut nicht meine Farbe, Leute. Da bin ich ganz ehrlich. Ich kann den Teppich schon sehen durch die Dose. Ist auch mal was Neues. So, also heute waren wir eigentlich nur mit Streichen beschäftigt, aber das giftgrüne Kinderzimmer, das hätte ich so gelassen. Ich finde, es sah schon sehr, sehr gut aus. Es war unnötig, das hier umzuändern. Lieber Michael. Das werde ich ihm beim nächsten Kaffee auch sagen, wenn er mich nicht versucht anzumachen. So, wir sind bei 82%.
So, Auftrag ist 100% beendet. Wir haben 4.386,38 € verdient. Das ist sehr, sehr schön. Wir beenden und dieses Geräusch gefällt uns doch sehr, sehr gut. Leute, eine neue Folge hier bei Hausflipper. Aber ich bin schon ein bisschen traurig, dass wir dieses giftgrüne Kinderzimmer, ja, umändern mussten. Ich denke, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit unserem Haus hier, mit unserem Büro. Da möchte ich ein bisschen was machen. Vielleicht bauen wir das auch auf, eine weitere Wand vielleicht hier hinten. Ne? Mal schauen. Also vielleicht wird da hinten unser Büro gebaut. Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Leute, ciao!